Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach der Präsidentenwahl in Russland ist Amtsinhaber Putin offiziell zum Sieger erklärt worden. Nach Angaben der Wahlkommission bekam er 87% der Stimmen. Unabhängige Wahlbeobachter waren nicht zugelassen, genauso wenig wie Oppositionskandidaten, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine ablehnen. Bekannt gegeben wurde der Wahlsieg am 10. Jahrestag der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. 10 Jahre im Heimathafen steht über der Bühne. Russland feiert den Jahrestag der vom Großteil der Welt nicht anerkannten Annexion der Krim. Auf der Bühne ein Mix aus Militärsymbolik, Russlandflaggen und zaristischen Soldaten. Es geht nicht nur um die Krim. Wladimir Putin, laut Wahlkommission mit 87% wiedergewählt, erscheint gemeinsam mit den 3 Gegenkandidaten. Formal waren sie zur Wahl angetreten, hatten Putin jedoch nie kritisiert. Der bedankt sich beim Volk. Gemeinsam, Hand in Hand, werden wir weiter vorankommen. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Und das macht uns stärker. Die 3 Kandidaten bedanken sich bei Putin, auch der Mann der Kommunisten mit gut 4% auf Platz 2. Wir alle erinnern uns genau, wie Präsident Putin aktiv alles getan hat, damit die Völker der Krim nach Hause zurückkehren können. Russland, Krim, das ist eine Heimat. Am Vormittag hatte die Wahlkommission ein vorläufiges Endergebnis bekannt gegeben. Es sei ein Mythos, dass es in Russland keine freien Wahlen gebe, so die Vorsitzende. Wir haben eine Rekordwahlbeteiligung. Ich wiederhole, so hoch wie nie zuvor. 77,44%. Das ist sehr hoch. Unabhängigen Soziologen zufolge unterstützt eine Mehrheit der Russinnen und Russen Putin. Allerdings sind Umfragen schwierig. Kritik am Krieg etwa kann Haftstrafen nach sich ziehen. Eine freie Presse gibt es seit Jahren nicht. Kremlkritische Opposition ist kaum noch im Land. Und damit zu Ina Ruck in Moskau. Was erwartet die russische Bevölkerung in Putins 5. Amtszeit? Einen Vorgeschmack hat die russische Bevölkerung gestern Nacht schon bekommen. Da hat Putin sehr spät in einer überraschenden Pressekonferenz das Volk regelrecht eingeschworen, auch in einer kurzen Rede, die er gehalten hat, regelrecht eingeschworen auf eine Weiterführung des Kriegs. Er hat gesagt, die Heimat, das Land benötige jetzt jeden und jede. Und manche rechnen jetzt hier auch schon mit Steuererhöhungen. Das hatte er schon mal angedeutet. Manche fürchten auch eine neue Mobilmachung. Grundsätzlich, denke ich aber, wird der Kurs hier noch mal sehr viel konservativer werden. Frauen sind angehalten, früher und mehr Kinder zu gebären. Es gibt den Auftrag, dass man Nationalstolz stärker entwickle, auch in den Schulen. All das hat Putin auch schon in der Rede an die Nation ja gesagt. Und was kommt auf den Westen zu? Ist damit zu rechnen, dass Putin den Druck im Ukraine-Krieg noch einmal erhöht? Ich glaube nicht eine, oder ich glaube ja, denn eine Kursänderung, da würde sicherlich Putin als eine Art Niederlage ansehen. Er hat ja schon Richtung Ukraine gedroht. Er hat angedeutet, man könne auch gegen Kharkiv noch mal vorstoßen. Das klingt alles nicht so, als wolle er da Druck herausnehmen. Ich glaube, für Putin ist dieser Krieg noch lange nicht beendet und der Westen sollte sich darauf einstellen. Vielen Dank, Ina Ruck, nach Moskau. Die EU hat die Wahl als weder frei noch fair kritisiert. Der Außenbeauftragte Borrell sagte, Putin sei nur durch Unterdrückung und Einschüchterung wiedergewählt worden. Die EU-Außenminister beschlossen weitere Sanktionen, nun auch gegen Vertreter der russischen Justiz. Das ist eine Reaktion auf den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny, der zu Lagerhaft verurteilt worden war und dort starb. Außenministerin Baerbock und ihre EU-Kollegen wissen, auch in den kommenden Jahren werden sie es mit Wladimir Putin zu tun haben. Nach der Präsidentenwahl gemeinsame scharfe Erklärung. Sie werfen Russland zunehmende und systematische Unterdrückung vor. Die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl.
Der Wahlvorgang zeigt nicht nur das ruchlose Vorgehen Putins gegenüber seinem eigenen Volk, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen. Es gibt einen rechtmäßigen Platz für Putin als Kriegsverbrecher in Den Haag. Wahlurnen auch in besetzten ukrainischen Gebieten wie hier in der Region Donetsk. Eine nicht gültige Stimmabgabe, kritisiert die EU. In Brüssel reagieren EU-Staaten auch auf Gedankenspiele der SPD in Berlin, ein mögliches Einfrieren des Kriegs. Es gibt keine Möglichkeit, den Konflikt einzufrieren. Wenn wir das versuchen, sind wir in einer Situation, in der wir schon vor ein paar Jahren waren. Der Krieg geht weiter und die Europäische Union unterstützt die Ukraine mit weiteren 5 Milliarden Euro, vor allem für Waffen und Munition. Die Verhandlungen der Mitgliedstaaten hatten sich über Monate hingezogen. Jetzt ist die Entscheidung da. Eingekauft werden soll das Material, wenn möglich, in der EU. Zweites großes Thema, der Nahostkonflikt. Auf den Weg gebracht werden Sanktionen gegen die Terrororganisation Hamas, aber erstmals auch gegen radikale Siedler im Westjordanland. Sehr scharfe Töne gegen Israel vom EU-Außenbeauftragten. Gaza war vor dem Krieg das größte Freiluftgefängnis. Heute ist es der größte Freiluftfriedhof. Eine Wortwahl, die die meisten in der Runde nicht teilen. Mahnende Worte an Israel dagegen sind sehr wohl zu hören. Die israelische Armee hat erneut das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gestürmt. Israel wirft Mitgliedern der Terrororganisation Hamas vor, dort Unterschlupf zu suchen. Es gibt Berichte über Tote und Verletzte bei dem Einsatz. Das Al-Shifa-Krankenhaus ist das größte Krankenhaus im Gazastreifen und eines der wenigen noch intakten. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Umgebung zu verlassen. Aufnahmen der israelischen Armee aus der vergangenen Nacht. Sie sollen Panzer auf dem Weg zu einem erneuten Einsatz am Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zeigen. Wir wissen, dass sich führende Hamas-Terroristen im Al-Shifa-Krankenhaus organisiert haben und von dort aus Angriffe gegen Israel koordinieren. Man habe 200 Verdächtige festgenommen, 40 militante Kämpfer getötet, darunter einen hochrangigen Hamas-Funktionär. Unter den Festgenommenen ist auch ein Al Jazeera-Reporter, so der arabische Nachrichtensender. Augenzeugen berichten von Explosionen und Schusswechseln. Das Al-Shifa-Krankenhaus ist eine der letzten noch funktionierenden medizinischen Einrichtungen. Auch viele Geflüchtete haben hier Schutz gesucht. Das Militär forderte sie nun auf, das Gelände zu verlassen. Patienten könnten trotz des Einsatzes im Krankenhaus bleiben. Gleichzeitig wird die Versorgungslage besonders im Norden immer dramatischer. Tausende warten hier in Gaza-Stadt auf die Ausgabe von Nahrungsmitteln. Die Menschen haben Hunger, Menschen werden sterben. Sie töten hier wegen 5 Kilo Mehl. Laut jüngsten Angaben der UN ist die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen von extremem Hunger bedroht. Diese Katastrophe sei menschengemacht, sagt UN-Generalsekretär Guterres heute. Ein Vorwurf, den er an Israel richtet. Der internationale Druck auf Israel, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen reinzulassen, wird immer größer. Der Bundesvorstand der CDU hat heute das Konzept für einen Umbau des Bürgergeldes verabschiedet. Es war am Wochenende bekannt geworden. Bei einem Wahlsieg will die CDU das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen. Unter anderem sollen Sanktionen verschärft werden. Arbeitsfähige Menschen, die zumutbare Stellen ohne Grund ablehnen, würden dann nicht mehr als bedürftig gelten. Grüne und SPD kritisieren das Konzept als Angriff auf den Sozialstaat. Bis 2030 soll in Nordrhein-Westfalen noch Braunkohle abgebaggert werden. Dann steht das Rheinische Revier vor einem Strukturwandel. Es braucht Alternativen zum Tagebau. Helfen könnte dabei Microsoft. Der US-Konzern will in der Nähe eines Tagebaus zwei große Rechenzentren für künstliche Intelligenz bauen. Heute wurden die Pläne vorgestellt. Von der Milliardeninvestition zwischen Bergheim, Bedburg und Elsdorf könnte die ganze Region profitieren. Glücklich schaut er. Sascha Solbach, Bürgermeister des kleinen Ortes Bedburg. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus der Kohleregion hat er 2,5 Jahre lang verhandelt. Mit niemandem geringeren als dem Tech-Giganten Microsoft. 3,2 Milliarden investiert der in Deutschland, den Großteil im rheinischen Braunkohlerevier. Wir hoffen, dass die kommenden Generationen in unseren Städten, hier in der Region, massiv von dieser Ansiedlung eines Globalkonzerns profitieren. Wir hoffen aber auch, dass diese Ansiedlung ganz, ganz viele weitere Ansiedlungen für die Region mitbringen wird. Dort, wo jetzt noch gebaggert wird, fallen bald 15.000 Arbeitsplätze weg.
Daher sollen in der Region zwei Rechenzentren bis Ende 2025 entstehen. Allein eines von ihnen ist 200.000 Quadratmeter groß. In diesen Rechenzentren wird sehr, sehr viel Technologie, Cloud-Technologie, aber auch KI-Technologie sozusagen dann beherbergt werden. Und wir sehen, dass diese Region einfach ein ideales Ökosystem bildet. Meint, auch die gute Energieinfrastruktur war eines der Argumente für Microsoft zu kommen, denn die Zentren verbrauchen viel Strom. Allerdings wird das Unternehmen nur wenige 100 Arbeitsplätze schaffen. Das reicht für die Region bei weitem nicht aus. Das Wichtige ist, dass jetzt gerade die Strukturmittel im Rheinischen Revier richtig gut eingesetzt werden, um diese besseren Rahmenbedingungen zu schaffen. Dass beispielsweise Gewerbegebiete erschlossen werden, weitere, wo sich dann Unternehmen ansiedeln können, Startups ansiedeln können. Die Hoffnung ist bei allen heute groß, vom Kohle- zum Digitalisierungs-Hotspot Deutschlands zu werden. Im Oktober soll Baubeginn sein. Seit heute gibt es ein neues Online-Register zu Organspenden. Dort können alle Menschen ab 16 Jahren dokumentieren, ob sie bereit dazu sind, nach dem Tod Organe zu spenden. Der Eintrag soll mehr Klarheit bringen, denn in Deutschland gibt es immer noch viel zu wenig Spender. Im vergangenen Jahr warteten 8.400 Patienten auf eine Transplantation. 965 Menschen spendeten nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe. Am häufigsten wurden Niere, Leber und Herz verpflanzt. 4 Stunden 30 machen Sie, ne? Ja, 4 Stunden 30. Okay. Dreimal pro Woche muss Peter Stötzer in dieser Hamburger Praxis zur Dialyse. Lebensnotwendig. Vor knapp 5 Jahren macht seine Niere nicht mehr mit. Seitdem heißt es für den 81-Jährigen warten. Und da kann man auch alt werden. Es gibt also Leute, die haben 50 Jahre Dialyse gemacht und haben das auch überlebt. Aber dann ist man schon sehr, sehr beschädigt am Ende. Dann ist ja nur eine Ersatztherapie. Chris Bojens ist darauf nicht mehr angewiesen. Sie hat erst vor wenigen Tagen hier im Universitätsklinikum Hamburg eine neue Niere erhalten. 10 Jahre hat die 54-Jährige gewartet, bevor der ersehnte Anruf kam. Ich bin erst kopflos durch die Gegend gelaufen, ne? Und ja, in dem Moment habe ich da überhaupt nicht mit gerechnet, ne? Die Chancen auf ein Spenderorgan zu verbessern, ist Ziel des Online-Organspenderegisters. Ab sofort können sich Menschen zusätzlich zum klassischen Spenderausweis dort eintragen. Dafür erforderlich ein Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion und PIN. Zudem brauchen Spender die Ausweis-App, für den PC gegebenenfalls ein Kartenlesegerät. Bis spätestens Ende September soll auch ein Eintrag über die Krankenkassen-App möglich sein. Transplantationsmediziner sind aufgrund der technischen Hürden skeptisch. Aber Vorteile sind, dass wir unabhängig davon, ob ein Organspendeausweis irgendwo gefunden wird, zu Hause von Angehörigen, auf ein zentrales Register zugreifen können und damit sicher den Patientenwillen im besten Fall feststellen können. Stötzer hält das Register für zu kompliziert. Er ist überzeugt, dass sich seine Wartezeit nur durch die Widerspruchsregelung verkürzen ließe. Also wenn alle als Organspender gelten würden, sofern sie nicht widersprechen. Die Bundesliga muss sich im Sommer von einem ihrer dienstältesten Trainer verabschieden. Christian Streich verlässt den SC Freiburg nach 12,5 Jahren als Cheftrainer. In einem Videostatement sagte Streich, er wolle Raum geben für neue Energien. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Der Breisgau-Vulkan. So kennt man Christian Streich seit 12 Jahren als Cheftrainer beim SC Freiburg. Aber dieses vollständige Aufgehen in seinem Traumjob hat Kraft gekostet. Und es war mir schon in der Vergangenheit immer sehr, sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpassen wollte, wo ich glaube, dass es Zeit ist zu gehen. Als Trainer entwickelte er schnell Kultstatus. Nicht nur wegen seiner Eruptionen an der Auslinie, sondern auch wegen der Pressekonferenzen und Interviews. Was sind wir denn? Ich muss doch mal zu einem sagen können, halt mal jetzt Schnauze. Der eine geht zum Beispiel, holt Kraft aus dem Gebet und der andere holt Kraft aus der Badwanne. Der Freiburger Bücherfreund ist immer einer, der Kante zeigt, auch bei politischen Statements. Der jetzt sitzen bleibt oder so Sachen behauptet wie ein AfD-Wähler ist ein Protestwähler. Wer es jetzt nicht verstanden hat, der versteht es nicht.
Am letzten Spieltag, dem 18. Mai, endet die Ära Streich in Freiburg. Ob er danach noch mal als Trainer arbeiten wird, hat er offen gelassen. Als Nachfolger wird der frühere Freiburger Kapitän Julian Schuster gehandelt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 19. März. Bei nur geringen Luftdruckunterschieden erwartet uns morgen ruhiges und überwiegend trockenes Wetter. Heute Nacht fällt in Südbayern noch Regen, ansonsten werden die Schauer im Norden und in der Mitte immer seltener. Dafür entsteht öfter Nebel. Morgen scheint neben Wolkenfeldern ab und zu die Sonne, am häufigsten im Osten. Im Nordwesten dichte Wolken und etwas Regen, sonst nur im Süden vereinzelt Schauer. Heute Nacht am Niederrhein noch 8, im Osten 0 bis minus 5 Grad. Dort werden morgen 7 bis 12, sonst 13 bis 19 Grad erreicht. Am Mittwoch im Norden überwiegend stark bewölkt, hier und da Regen. Im Süden scheint oft die Sonne. Am Donnerstag Sonne, Wolken, im Süden und Osten auch mal nass. Freitag in der Nordhälfte gebietsweise Regen, im Süden trocken. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr zeigen wir, wie Putin seinen Machterhalt feiert. Helge Fuß fragt Außenministerin Baerbock, was das für die Ukraine und den Westen bedeutet. Außerdem tote Hose in der Kleinstadt, wie die Einwohner von Herdorf ihre Kneipe retten. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.